Aua, es tut weh. Aua. Hier kann ich nichts pflanzen irgendwie. Aber hier ging noch eins. Spiel ich auf normal oder auf hart? Okay, das wird hart. So. Ja, ich hab's verstanden. Aua. Autsch. Ich war jetzt echt unsicher, ob ich sterbe dabei. Wenn mich irgendwas anspringt, sterbe ich ja, das stimmt. So. Kühe zeugen. Kühe zeugen. Sonst will sie hier nicht zeugen lassen, okay. Dann nehme ich den Rest jetzt mal um zu essen, dass ich die wirklich verkacke hier noch. Workbench. Schwupps. Ups. Die Karte zeigt jetzt noch alte Spielstände an. Das ist natürlich auch geil. Ich meine, jetzt sieht man hier, wie das damals so aussah. Moment, was ist denn? Das hier ist das Haupthaus. Ja, dann ging es hier damals hoch zur Farm. Und hier standen wir. Und da waren damals noch hier diese Felder und hier war noch gar keine Monsterfalle, hier war noch gar keine Hühnerfalle. Alter, das ist das ewig her. Und da unten war irgendeine Pfütze. Da unten war mal eine Pfütze? Echt? Habe ich die trocken gelegt? Ah doch, klar, da unten war ja mal so eine Einkuhlung, klar. Stimmt. Oh, das ist schon ewig her. Wie gemütlich. So. Konnten denn in der kurzen Zeit Zombies entstehen? Hm, naja. So. Kühe haben sich vermehrt ein bisschen, sind wieder ein bisschen mehr geworden. Das passt schon. So. Super gemacht. Hier haben wir jetzt hier unten die Schafe. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen züchten, dass da neue Farben entstehen, dass wir da neue Farben züchten können. Da hole ich mir erstmal die Farben. So, Moment. Somit sind dadurch, dass man das Blumen jetzt eine Farbe machen kann, aus allen Blumen, alle Farben. Oh, aber da war ja schon. Hat sich auch dieses Farbproblem wie mit geklärt jetzt. Das heißt, man kann auch alle Farben unendlich haben. Mal schauen, was sich hier jetzt alles loswerden kann. Hier haben wir rote Tulpen. Aus roten Tulpen kann ich zum Beispiel rote Farben machen. Oh, ich wollte eigentlich nur zwei haben. Ich wollte es rückgängig machen, aber es geht ja gar nicht. Dann Redstone, was ist das? Neverwart. Zuckerrohr braucht man ja ein bisschen. Büsche können wir mal noch ein bisschen gebrauchen. Pilze können wir gebrauchen. Bei Gras will ich mal was probieren. Ist hier irgendwas? Nö. So, wir mal so, Musterbruchstein haben wir hier noch. Kaktus haben wir hier noch. Jo. Aber ich will ja nicht nur rot haben. Ich will ja noch ein paar Farben mehr haben.
Und ich will mir auch später mal mit Lederrüstung machen, um in den stylischen Lederfarben umrennen zu können. Das sieht aber nach einer Tür aus. Huch. Das sieht man nach einer Eisentür aus, mein Gott. Was? Neverwarz? Ach, Neverquarz. Sieht echt geil aus. Und hier geht's auch noch nach oben, stimmt ja. Da wollten wir auch noch mal irgendwann was machen. So, jetzt brauch ich erstmal ein bisschen gelb, ein bisschen weiß. Ist ein Enderman drin? Hier passt keiner rein. Und da oben? Wo ist der? Hä? Raff ich nicht. Na okay. So, und zwar haben wir jetzt hier noch die ganzen Blumen drinne. Blaue Orchidee, Sternlauch haben wir auch noch. Dann haben wir zum Beispiel... Die Orchidee brauche ich dafür nicht kaputt machen. Ja, eine rosa Tulpe haben wir. Ich dachte, aus dem Sternlauch müsste man theoretisch... Genau, Magentafarben machen können. Daraus müsste man theoretisch... Ach, ist ja schon farbig. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal noch... Knochenstaub. Huch. Um mir anderes Blau machen zu können. Theoretisch müsste das doch mit mehr Blau... Gab's denn nicht noch ein anderes Blau? Geht das damit? Anscheinend auch nicht. Damit geht es auch nicht. Also man kann mit viel was machen, aber nicht mit allen. Das haben wir hier. Roter Farbstoff geht zu rosa Farbstoff. Das geht auch nicht. Okay. Ich nehme mal noch Orange mit. Orange kann ich wohin packen? Jetzt habe ich das raus. Orange. Und Gelb brauche ich noch. Gelb. Lol, mein Schwert ist kaputt gegangen. Ich habe kein Schwert mehr. Ah, das ist der Endermann. Dann soll ich mich lieber beeilen, wenn ich kein Schwert mehr habe. Nicht, dass mich da noch was erwischt. So. Also, hier sollten Pilze hinkommen. Ein paar zumindest. So. Dann wollte ich testen, ob es wirklich geht, wenn ich... Oh. Wenn ich Gras auf Gras pack... Ne, das geht zum Beispiel nicht. Siehst du, okay. Dann... Wisst ihr was, die orangen Tulpen, die hau ich jetzt hierher. Sieht viel schöner aus, wenn ich hier noch zwei Tulpen habe, weil die gibt's ja normalerweise auf der Wiese gar nicht. Als wenn ich da jetzt aus Stoff, Farbstoff mache. So. Und ja,
Rosenblätter haben wir gerade nicht. Ich frag gar nicht, wie du hier rauskommst oder wer du überhaupt bist. Machen wir so ein paar hellblaue Schafe. Guck mal hier, hellblau. Dann machen wir uns mal ein paar rosane Schafe. Ernsthaft, wie kommst du da hoch? Du warst doch gerade noch... Hä? Ich will es nicht verstehen. So. Weiß, grau, blau. Rot. Kann ich mit Rot und Blau was machen? Violett kann ich machen. Cool. Gelb habe ich noch. Dann mache ich mal aus Gelb noch was. Mit Gelb und das kann ich doch grün machen, oder? Hä? Nicht? Okay. Da kommt wieder Magenta raus, aber die haben wir ja schon. Aber Gelb und Rot geht. Und geht Orange mit Blau zum Beispiel? Oder mit Weiß? Oder geht Violett mit Weiß? Nope. So, wollen wir uns bei der Besorgung, dass die... Hab kein Weizen mehr. Nein, hab kein Weizen mehr. Ich hab da irgendwo eine Kiste gehabt. Oder nee, ich hab eine Workbench gehabt und wollte mir und mache jetzt eine Kiste. So rum war das. Kiste! Tada! So. Da packen wir jetzt einfach mal unser ganzes Farbstoffzeug rein. Also unsere Farbstoffe hier so. Blau, dunkelblau, gelb, weiß, rosa, violett und orange. So, noch irgendwas, was farbstoffmäßig funktionieren könnte? Nein. Dann essen wir erstmal ein paar rote. Und dann husche ich hoch aufs Feld, solange es noch halbwegs hell ist. Und sorge für Nachwuchs. Können übrigens auch reichlich Wetten abgeschlossen werden, also so Spaßwetten. Was meint ihr? Gewinnt Deutschland? Gewinnt Deutschland nächstes Spiel gegen Frankreich? Meint ihr, die steigern sich nochmal? Also ich muss ja sagen, ich bin diese WM sehr enttäuscht von deutscher Leistung. Ich habe zwar keine Lust, im Viertelfinale rauszufliegen mit Deutschland, weil ich ja die WM weiterhin verfolgen möchte und dann wahrscheinlich die Lust verlieren werde, wenn Deutschland rausfliegt. Wie es halt so ist. Huhn, würdest du mal bitte aufhören, meinen Zweck kaputt zu machen? Was meint ihr? Wie lange hält es Deutschland noch durch? Wie lange bleibt Deutschland noch in der WM? Schaffen wir es gegen Frankreich? Warte mal, erstmal mal ganz kurz hier. Schreib mal zu ganz primitiv Mitte. Habe ich die Stöcke alle verbraucht? Anscheinend schon. Nein, ich will die Stöcke. So. Und ein Steinschwert. Sage ich ja, ganz primitiv Mitte. Gute Nacht. Wenn wir mit 30 sind, dann können wir uns auch wieder ein schönes Diamantschwert verzaubern. Und hoffen, was Cooles drin zu haben. Die
Kühe vermehren sich ja sehr rasant. Hühner hingegen vermehren meinen Hass auf sie.